Mal schauen, wie weit wir da jetzt kommen. Ich habe nur Angst, erwischt zu werden. Können wir hier eigentlich auch aufschließen? Können wir hier aufschließen? Bitte, bitte! Ja! Sehr gut, okay, komm. Dann gehen wir noch eins nach oben. Da war noch irgendwo eine Tür, die wir nicht aufbekommen haben. Ich glaube hier. War das diese Tür? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Nee, doch nicht. Nee, das war, glaube ich, ein Badezimmer, ne? War das ein Badezimmer? Ach nee, das war... Genau, dann gehen wir wieder hier raus. Genau, dann machen wir diese Gittertür hier jetzt auch auf. Los! Ja! Ja! So, gehe zur Tür, Flurende. So, dann gehen wir nochmal eins hoch. Da war noch irgendwo eine Tür. Ich weiß nur nicht mehr wo. War das hier? Ich weiß es wirklich nicht mehr. War das diese Tür oder war das... Nee, keine Ahnung. Ach nee, hier war... Genau. Dann gehen wir wieder raus. Da war noch irgendeine Tür, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr wo. Oder war das schon alles? War das eins höher? Nee, eins höher war es nicht. Da war ja dann... wo wir Stiesel eigentlich eingesperrt hatten und so. Oh, hoffentlich sitzt der da oben jetzt nicht. Oh, gut. Okay, dann gehen wir wieder runter. Nein, doch. Nein. Gut. Runter. Was haben wir denn hier? Gehe zur Tür. Aber wo können wir denn jetzt hin? War hier eine Tür verschlossen? Müssen wir mal schauen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber irgendeine Tür war noch verschlossen. Hallo? Ah, okay. Gut, dann gehen wir wieder raus. Und dann schauen wir hier mal rein. Okay. Ach, was ist denn mit dir? Ach, können wir den rauslassen? Komm, lass ihn raus. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Ach, egal, so. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Ja, ein kleiner Blitzmerker. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann, Mann, Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Okay, dann... Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich... Wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälzt die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Mann, was eine faule Hupe. Schlag euch weiter, Wurzeln. Ich verdufte jetzt. Ja. Ja, ich will da rein. Kann man da rein? Nee, kann man natürlich nicht. Okay, was haben wir? Hier haben wir noch einen Kalender. Naja, egal. So, dann gehen wir raus. Kann man hier hinten noch rein? Nee, da war nix. Gut, da ist ja auch, ist egal. So, dann gehen wir jetzt runter. Oh, das ging jetzt aber flott. Alter, Falter, ging das jetzt flott. Zap, zarab, ging das flott. So, können wir jetzt hier lang? Ist da noch irgendwas? Schauen wir mal. Troggelbecher, oh, Troggelbecher ist weg. Wo ist Troggelbecher? Troggelbecher! Nee, komm. Wir gehen mal nach... Halt. Oh, okay. Gehen wir halt nicht. Was ist denn genau? Ah, können wir den als Fahrer nehmen, oder? Wo sind denn alle? Hallo? Was sind die alle beim Essen, oder was? Und hier sind die jetzt alle weg? Ach, sind die alle zum Essen?
Okay, die sind alle beim Essen wahrscheinlich. Gut, dann... Dann sind die ja alle abgelenkt. Was ist das hier? Können wir das nehmen? Nee. Gut. Dann gehen wir mal raus zum Wagen. Mal schauen, ob wir da jetzt so hinkommen. Oh, oh. Da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist er wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Ach ja, okay, gut, dann... dann müssen wir den Fahrstuhl nehmen. Eigentlich. Was ist denn Fahrstuhl? Den Wäschelift. Ihr wisst ja, was ich meine. Hallo, gehst du da rein? Mann, dass ich immer falsch klicke. Gut, hier lang. Und this way. Und dann los. Schade, der Wäschelift ist inaktiv. Was? Wie, der ist inaktiv? Ach du liebe Zeit. Wie kommen wir denn jetzt hier? Wie kommen wir denn dann jetzt weg? Holy moly, wie kommen wir jetzt hier weg? Ach du Heilige. Okay, jetzt bin ich wirklich überfragt. Okay, runter kommen wir nicht, dann geht's ja nur rauf. Ja. Wenn wir hier lang gehen, gehen wir mal da lang. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen doch irgendwo lang. Okay, ja, okay, weg hier. Wieder weg hier. Das finde ich jetzt wirklich, wirklich doof. Das muss ich wirklich sagen. Okay, dann geht's hier hoch. Hier lang. Was machen wir denn jetzt? Was tun wir? Gehen wir hier lang. Aber nicht in das Büro, oder? Weil das wäre ja doof. Gehen wir mal hier rein. Ja, okay. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich wirklich sagen. Gehen wir mal hier lang, weil Stiesel ist ja jetzt weg. Ja, was machen wir denn? Jetzt gehen wir jetzt mal hier lang. Ich bin gerade wirklich überfragt, aber wir laufen jetzt mal alles ab. Vielleicht können wir ja irgendwas sehen. Von irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Unten, schauen wir mal unten. Vielleicht können wir von da aus ja irgendwas sehen. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Ja. Aber wie kommen wir jetzt da runter? Gehen wir mal hier lang. Ja, hier lang. Hier lang. Kommen wir dann überhaupt da raus? Denn das haben. Ach nee. Okay, probieren wir es mal hier. Vielleicht. Probieren wir mal. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Wieso sitzt der überhaupt da draußen? Der war doch eben nicht da. Vergiss es einfach. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Ja, was war das jetzt? Das war jetzt sehr, sehr, sehr schlau. Okay, dann gehen wir wieder... Hä? Okay, jetzt bin ich wirklich überfragt. Okay.
Also wir müssen jetzt irgendwie an dem Pimmelim da vorbei. Na los! Ja, okay, dann gehen wir hier lang. Hier. Ja, das ist jetzt wirklich doof. Das ist wirklich doof. Genau. So, dann hier. Wie, der sitzt jetzt da. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, dass er da jetzt sitzt. Ja, aber wie kommen wir jetzt an dem vorbei? Weil wenn der Wäschelift nicht funktioniert, dann haben... Was ist denn mit dem Wachmann? Ist der noch da? Ist er nicht da? Okay. Das sieht kompliziert aus. Ja, das sieht wirklich kompliziert aus, aber ich habe trotzdem überhaupt keine Ahnung. Hier kann man auch nichts drauf erkennen. Sieht halt alles so aus wie gehabt, aber ja gut, hier sieht man, dass der Chauffeur da jetzt nicht steht, aber das spielt ja, das ist ja egal, weil er ja trotzdem da steht. Aber wie kommen wir denn jetzt, also wenn wir den Wäschelift nicht nutzen können, ja, dann frage ich mich, wie wir an ihn vorbeikommen. Irgendwie, ach so, nee, falsch. irgendwie müssen wir ja an ihm vorbei. So, probieren wir das mal. Trotzdem, los! Ach, das geht nicht. Warum geht das nicht? Hallo? Keine Reaktion. Scheinbar haben sie das Wäscheliftsystem über Mittag ausgeschaltet. Ja, ich habe keine Ahnung. Muss ich wirklich zugeben. Weil... Gehen wir mal hier rein. Irgendwie, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Na, den Stuhl können wir ja trotzdem nicht mehr nutzen. Das ist ja eigentlich auch egal. Also. Mann! Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, irgendwo müssen die doch aber alle sein. Lass mich überlegen. Sind die vielleicht alle hier hinten? Irgendwie da hinten in der Bar oder so? Ich habe keine Ahnung. Ach nee, falsch. Falsch! Hier drüben war es, wo ich hin wollte. So. Genau, so, jetzt gehen wir hier hinten lang. Ja. Okay, dann, da gehen wir mal hier hinten lang. Da war doch dieser Automat und so. Nee, ist auch niemand. Mann. Können wir hier noch irgendwas müssen wir doch hier machen können. Was haben wir denn da hinten? Eine Sitzecke, nix. Kickertisch. Können wir, ja. Ich bin leicht dezent überfragt. Können wir jetzt die Stifte mitnehmen? Können wir die mitnehmen? Nein, der Kugelschreiber ist um Klassen besser. Absolut. Können wir das... Nee, können wir nicht. Ach, schade. Hier. Nur weil ich hier stehe und mich darüber ärgere... Bin ich bereits Teil des Kunstwerks? Ja, Was machen wir? Also wir müssen auf jeden Fall irgendwie an dem Chauffeur vorbei und ja. Aber ich weiß nicht wie.
Ich weiß verdammt nochmal nicht wie. I don't know. Ist hier hinten irgendwas? Was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas mit anfangen? So viel Ausdruck mit so wenigen Strichen. Ein Meisterwerk. Fabulöse Kunst. Oh, das Schild. Das Schild hätte ruhig ein wenig subtiler sein dürfen. Ach was, reicht dir das nicht? Naja, gut, so. Hallo? Ah. Ja, dann, wir müssen irgendwie... Mann, wie kommen wir an dem Chauffeur vorbei? Stell ich mich denn so blöde an, oder was ist los? Gehen wir mal zum Dino-Mann. Oh. Was ist denn mit dem? Ach, der Alu-Mann. Genau, der Alu-Mann. Hallo, Alu-Mann. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Na, wenigstens ein bekanntes Gesicht. Ich habe den Generalschlüssel, wie können wir verschwinden? Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Warum isst du nicht in der Kantine? Fragen wir ihm erstmal nach unten, wie wir, ihr wisst schon. Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt dich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Und der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen und schleichen uns vorbei. Wir öffnen ein Restaurant und kochen uns die Freiheit. Ja klar, natürlich. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Also das hatten wir ja schon mal, dass wir haben hier vorne die Lampen zerschlagen und dann kam der ja raus. Probieren wir es mal damit. Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Als hätten wir das noch nicht ausprobiert. Aber die Luft hier in den Bergen ist so dünn, dass das Styropor zu wenig Auftrieb bekommt. Da musst du dir schon etwas weniger Naheliegendes einfallen lassen. Okay, dann, wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht? Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Ach Mann, okay, dann bitten wir eben Vishnu. Hallo? Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen und schleichen uns vorbei. Das wäre ein prima Plan, wenn Vishnu nicht so sauer auf mich wäre. Ich habe mir in der letzten Jupiter-Phase seinen MP3-Rekorder ausgeliehen. Und dann habe ich ihn beim Tofu entschuppen in der Dusche liegen lassen. Das Wasser hat Vishnus Lieblings-Duplo-Sammelbild vom Gehäuse abgelöst. Heike Stenkröck aus dem schwedischen Olympiateam im Damenvolleyball 88. Es tut mir leid, aber Vishnu wird den Teufel tun, uns unsichtbar zu machen. Die Idee kannst du getrost vergessen. Das war ja ein Versuch wert. Okay, genau, komm, wir kochen uns raus. Wir kochen die fabulösesten Dinge und dann ab dafür. Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Keine schlechte Idee. Aber wo bekommen wir die Zutaten her? Naja, gut, okay, dann bleibt ja nur das Auto. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast.
Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die Evox. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Was soll haben die Evox damit zu tun? Lass die Evox aus dem Spiel. Warum Evox? Was soll denn das? Ja, okay, Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Ja, ich trinke, irgendwas und dann wisst ihr ja. Ich habe keinen blassen Schimmer. Nimm's nicht so schwer. Also trinke ich, wie hieß es, Felix? Felicis? Flüssiges Glück und dann geht's schon ab. Die Harry Potter-Freunde wissen Bescheid, ne? Naja, gut. Ich komme dann später wieder.